Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei CLP Tutorials. Mein Name ist Christoph und im heutigen Video geht es um die neuen AVM Fritz Repeater. Wir schauen uns in diesem Video die Modelle 600, 1200, 2400 und 3000 ganz genau an. Es gibt auch einen kleinen Vergleich mit dem Topmodell der Vorgängerreihe 1750E. Das Video startet direkt nach dem Intro. Und damit willkommen zurück. Wir schauen uns jetzt ganz kurz im Überblick mal die einzelnen neuen Modelle an, angefangen eben mit dem Modell Fritz Repeater 600. Das Modell 600 ist, wie man sehen kann, äußerst kompakt und bietet ausschließlich die Möglichkeit, im 2,4 GHz Frequenzband zu arbeiten und arbeitet hierbei mit 4 Spatial Streams. Damit ergibt sich dann auch die Angabe 600, nämlich 600 Megabit brutto Durchsatz sind theoretisch, rein technisch also möglich. In der Praxis ist das natürlich gerade im 2,4 GHz Frequenzband deutlich niedriger. Eine weitere Neuerung ist auf der Rückseite zu finden. Und zwar haben die Geräte hier einen neuen Ring, der es ermöglicht, eben hier bei Schuko-Steckern einen deutlich besseren Halt zu haben als die Vorgängermodelle. Also die Vorgängermodelle hatten diesen Ring nicht und diesen Ring kann man auch abziehen, wenn man eben keinen Schuko-Stecker verwendet. Aber wenn man Schuko-Stecker hat, dann sitzen diese jetzt deutlich besser in der Dose und wackeln nicht so sehr, wenn man jetzt mal gegenkommt. Also das wackelt überhaupt nicht mehr. Das ist also wirklich top. Weiterhin neu ist, im Vergleich zu den vorherigen Modellen, ist, dass alle eben jetzt individuelle Zugangsdaten bei der Einrichtung haben. Also es individuelle WLAN-Kennwort eben hier vorhanden ist. Das war bei den 1750E, 1160 und so weiter, den Vorgängern nicht der Fall. Da war das Standardpasswort noch 8x die 0 und das wurde jetzt hier endgültig beseitigt. Ja, das sind so direkt die ersten Neuerungen. Dann schauen wir uns als nächstes kurz das Modell 1200 an. Dieses Modell ist, wie man sehen kann, deutlich größer. Also ich halte die mal gerade schnell zum Vergleich nebeneinander. Also man sieht, die Form ist zwar identisch, aber das Modell 1200 ist größer. Auch dieses bietet den neuen Schuko-Steckerring, also sprich auch hier die höhere Festigkeit im Sitz in der Dose. Und dieses Modell ist ein bisschen anders ausgestattet. Und zwar hat dieses Modell einmal als erstes einen Gigabit Ethernet Port. Das heißt also, es ist kein Nachfolger vom 1160, sondern eher schon geht so in die Richtung 1750E. Und ein weiterer Punkt ist natürlich dann die Ausstattung der WLAN-Technik. Das sind beide Frequenzbänder, also 2,4 und 5 GHz Frequenzband. Und hier haben wir eben jeweils 2 Spatial Streams. Das heißt, im 2,4 GHz Frequenzband werden hier theoretische Bruttowerte von 400 Megabit ermöglicht. Man sieht auch schon, bei 4 Spatial Streams wird hier 150 Megabit pro Spatial Stream angegeben und bei 2 Spatial Streams wird hier mit 200 Megabit pro Spatial Stream angegeben. Also sprich, die Angaben sind ein bisschen unterschiedlich. Dann haben wir im 5 GHz Frequenzband einen theoretischen Wert von 867 Megabit brutto. Der ergibt sich natürlich mit 80 MHz Kanalbandbreite, 2 Spatial Streams und 802.11ac Wave 2 als Übertragungstechnologie. Und auch hier ist es so, dass die 1200 ungefähr für den Gesamtbruttodurchsatz stehen, hier allerdings ein bisschen nach unten gerundet. Ja? Also 867 plus 400 Megabit würden ja leicht über 1200 ergeben, aber es hört sich wahrscheinlich auch marketingtechnisch nicht so schön an. Also von daher ist der Schritt logisch zu begründen. Ja, als nächstes haben wir dann das Modell 2400. Das Modell 2400 erinnert von der Form her auf jeden Fall auch an die Vorgängermodelle, also 1160, 1750E. Ich halte mal gerade kurz ein Modell zum Vergleich. Das ist der Vergleich. Also die Form ist de facto gleich groß, nur in der Dicke oder in der Tiefe, je nachdem von wo man guckt, gibt es einen Unterschied. Also die neuen Modelle oder das neue Modell hier ist etwas dicker. Farbgebung ist natürlich anders, die LED-Ausstattung ist anders. Also da gibt es natürlich weitere Unterschiede. Und nochmal ganz kurz auf den Punkt mit dem Schuko-Steckern. Hier sieht man auch nochmal gerade schnell den Unterschied. Ja, also wir haben hier eben diesen Ring, der abnehmbar ist und hier eben nicht. Und das Gerät sitzt definitiv wackelig
in einer Schoko-Steckerdose. Und hier haben wir das eben nicht. Aber das habe ich jetzt schon so oft gesagt, ich werde es hoffentlich nicht nochmal erwähnen. Ja, hier haben wir folgende Ausstattung, ebenfalls 5 GHz und 2,4 GHz Frequenzband mit jeweils 4 Spatial Streams. Daraus ergibt sich dann hier 600 Megabit Brutto-Durchsatz im 2,4 GHz Frequenzband und theoretischer Durchsatz im 5 GHz Frequenzband von 1733 Megabit. Also auch hier die klassischen Angaben, die AVM macht. Und wir werden uns das natürlich später noch ganz genau anschauen. Was gibt es noch zu sagen? Natürlich hat auch dieses System ein Gigabit Ethernet Port. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Was bedeutet eigentlich Gigabit Ethernet Port bei AVM-Produkten? Das bedeutet einfach, dass hier eben die Möglichkeit gegeben ist, das System wahlweise auch noch als WLAN-Bridge einzusetzen oder als LAN-Bridge. Also LAN-Bridge ist der Access-Point-Modus und WLAN-Bridge ist eben der logischerweise WLAN-Brücken-Modus, der im Repeater-Modus standardmäßig aktiv ist. Ja, und dann haben wir natürlich das Top-Modell. Dazu habe ich ja schon mal einen dedizierten Test gemacht. Und zwar das Modell 3000, das sich eben technisch deutlich unterscheidet und eben auch ein ganz anderes Gehäuse hat, wie man sehen kann. Also es ist ein deutlich größeres Gehäuse, das eben an die LTE-Modelle der AVM-Router erinnert. Zum Beispiel 6820 LTE ist so ein Modell, das sieht so ähnlich aus. Was haben wir hier? Als erstes mal 2 Gigabit Ethernet Ports, also die doppelte Anzahl als bei den kleineren Modellen. Dann haben wir 3 Funkmodule. Das ist ein großer technischer Unterschied. Also wir haben einmal 2 Spatial Streams im 2,4 GHz Frequenzband. Daraus ergeben sich die 400 Megabit Bruttodurchsatz theoretisch. Und dann haben wir 2 5 GHz Frequenzbandmodule. Einmal das Funkmodul 1. Das arbeitet auch mit 2 Spatial Streams und hat dementsprechend hier einen theoretischen Bruttowert von 867 Megabit. Und dann haben wir das zweite Funkmodul, das dient sozusagen als Uplink zur Fritzbox und das arbeitet mit 4 Spatial Streams und kommt damit auf 1733 Megabit Bruttodurchsatz. Was hierbei jetzt wichtig ist, eine Kleinigkeit, und zwar Funkmodul 1, also im 5 GHz Frequenzband, arbeitet im Kanalbereich 36 bis 64. Das Funkmodul 2 arbeitet ausschließlich im Bereich 100 und höher, also mindestens Kanal 100. Das heißt sozusagen, als optimale Bedingung gilt es daher sicherzustellen, dass die Fritzbox, an der dieser Repeater angebunden wird, eben im Kanalbereich 100 und höher im 5 GHz Frequenzband arbeitet. Ja, also das ist hier definitiv ein großer technischer Unterschied. Und ich denke mal, damit haben wir jetzt den Überblick über die AVM Fritz Repeater 2019 schon mal geschafft. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich hier, dieser technische unterschiedliche Aufbau der unterschiedlichen Geräte? Was bedeutet das letztendlich hier im Betrieb? Und zwar kann man das ganz einfach wie folgt auseinanderklamüsern. Der Fritz Repeater 600 hat ein Funkmodul und arbeitet damit immer als Single-Band-Repeater. Das heißt, im Betrieb hat der einen gravierenden Nachteil. Haben wir beispielsweise einen Client, der jetzt aufs WLAN zugreift und sich hier am Fritz-Repeater 600 anmeldet und dieser eben noch eine Verbindung zur Fritzbox herstellt, dann braucht diese Verbindung hier die doppelte Zeit bei der Datenübertragung. Warum? Ganz einfach, es wird ein Paket erst zum Fritz-Repeater von der Fritzbox ausgesendet und im Anschluss geht das Ganze erst an den Client. Das heißt, wir haben hier eben den Single-Band-Repeater und damit auch alle Nachteile, die ein Single-Band-Repeater hat. Dann haben wir ja die Modelle 2400 und 1200. Das sind Dual-Band-Repeater. Die haben entsprechend 2 Funkmodule und können damit als Cross-Band-Repeater auftreten. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel eine Anbindung an die Fritzbox im 5 GHz Frequenzband und an den Client im 2,4 GHz Frequenzband. Dann haben wir eben nicht diese Wartesituation, sondern das kann relativ zeitgleich geschehen, diese Übertragung zwischen Fritzbox und eben dem Client, der sich hier dran anmeldet. Das ist der Riesenvorteil von Crossband-Repeatern. Meldet sich der Client im 5 GHz Frequenzband an, dann wird empfohlen, natürlich im Single-Band-Repeater-Modus sozusagen zu bleiben, weil wir natürlich im 5 GHz Frequenzband generell mehr Durchsatz, bessere Latenzen und so weiter eben erzielen können und auch die Konkurrenzsituation mit anderen WLAN-Netzen ist im 5 GHz Frequenzband in der Regel deutlich geringer und damit ist es 5 GHz Frequenzband eigentlich immer besser. Es gibt aber die Möglichkeit hier zu sagen, okay, ich möchte immer im Crossband-Repeater-Modus arbeiten, dann kann man das entsprechend setzen, ist ein Haken in der
Oberfläche oder in der Konfigurationsoberfläche der AVM-Fritzrepeater und dann macht man das immer. Empfehle ich allerdings nicht, weil gerade wie gesagt, wenn sich der Client im 5 GHz Frequenzband meldet und die Repeater im 5 GHz Frequenzband an der Fritzbox angemeldet sind, dann werden natürlich höhere Werte oder bessere Werte erzielt. Ja, und dann haben wir abschließend noch das Modell 3000, das sich natürlich hier komplett unterscheidet. Das ist ein Triband-Repeater, der hat entsprechend drei Funkmodule und macht hier natürlich was ganz Großartiges. Eine 5 GHz Frequenz Verbindung, die eben komplett unabhängig ist, da ein anderer Frequenzbereich verwendet wird, dient eben zur Uplink-Anbindung sozusagen an die Fritzbox. Und der Client meldet sich im 2,4 oder 5 GHz Frequenzband an und wir haben immer quasi einen Crossband-Repeater. Das heißt, wir haben immer einen anderen Frequenzbereich, der hier eben zwischen dem Access Point, also der Fritzbox in dem Fall, und dem Client eben hier verwendet wird. Und das sorgt natürlich für bessere Latenzen in der Theorie, für einen höheren Durchsatz und so weiter. Und das werden wir uns natürlich später noch bei den Benchmarks hier ganz genau anschauen, was davon letztendlich übrig bleibt, ob das so viel mehr Leistung bringt. Ich verrate schon mal so viel, dass auf jeden Fall der Aufbau diverse Vorteile hat. Natürlich auch Nachteile, ist natürlich auch teurer, ganz klar. Ja, und damit habe ich es schon angesprochen. Jetzt schauen wir uns erstmal Benchmarks an. Und hierbei möchte ich ganz kurz darauf eingehen. Wir haben vom Prinzip her hier drei verschiedene Benchmark-Bereiche. Das eine ist das Thema Durchsatz. Das ist natürlich für die meisten hier am interessantesten. Also wie viel Durchsatz kann ich mit dem jeweiligen Repeater wirklich real, also kein theoretischer Wert, sondern wirklich ein realer Testwert hier eben erzielen. Das Ganze in verschiedenen Modis, also genauer gesagt in zwei Modis. Hierbei habe ich mir das Ganze angesehen, einmal im Repeater-Modus. Dabei dient die Fritzbox 7590 als Access Point sozusagen oder als Router. Hieran eben angebunden ist dann der Repeater im bestmöglichen Zustand. Das heißt also, der Fritzrepeater 600 muss sich natürlich im 2,4 GHz Frequenzband anmelden und die anderen Systeme haben sich dementsprechend alle im 5 GHz Frequenzband angemeldet. Die Fritzbox hat dabei im 5 GHz Frequenzband auf Kanal 100 gearbeitet, also auch hier mit der erhöhten Sendeleistung, die eben in den Kanälen 100 und höher eben genutzt werden kann und von den AVM-Systemen auch genutzt wird. Dann habe ich mir das Ganze, wie gesagt, durchsatztechnisch auch noch im Access-Point-Betrieb angesehen. Das ist bei AVM der sogenannten LAN-Bridge-Modus oder LAN-Brücken-Modus. Hierbei wird der Access-Point, der das unterstützen muss, natürlich, der braucht einen Ethernet-Port, entsprechend am Netzwerk angeschlossen per Ethernet, also per Kabelverbindung und dementsprechend dann als Access-Point verwendet. Und hier sehen die Durchsatzwerte dann natürlich logischerweise auch nochmal anders aus. Außerdem habe ich mir natürlich dann noch das Thema Reichweite angeguckt. Dabei habe ich das Ganze eben mit einem Testsystem hier entsprechend genau nachgestellt. Dazu später nochmal in diesem Benchmark-Bereich mehr. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch eine ganz kurze Messung zum Thema Leistungsaufnahme. Ja, nun haben wir uns genug damit aufgehalten, welche Benchmarks es hier alles zu sehen gibt, sondern wir wollen uns jetzt wirklich mal Benchmarks anschauen. Ich möchte aber vorher noch kurz was zu der Testmethodik sagen, damit das auch soweit verständlich ist, warum diese Werte eben nicht überall gleich erzielt werden können, ganz klar. Als erstes habe ich auf der einen Seite eine Fritzbox 7590 im Einsatz. Hier in diesem lokalen Netzwerk ist ein entsprechend leistungsfähiger PC angeschlossen, der eben ein Tool installiert hat, und zwar iPerf, das hier eben die Daten zum Client senden wird. Dann haben wir entsprechend über WLAN angebunden den Repeater im bestmöglichen Betrieb, wie eben schon gesagt. Und dann haben wir auf Client-Seite eben nochmal einen leistungsfähigen PC. Und dieser ist ausgerüstet mit einer WLAN-Karte, und zwar mit der Asus PCIe AC88 Netzwerkkarte. Das ist aktuell nach wie vor die einzige handelsübliche Netzwerkkarte, die eben vier Special Streams auch unterstützt. Ja, das ist nämlich ganz wichtig, um hier wirklich einen hohen Durchsatz zu erzielen, brauche ich natürlich auch die Möglichkeit, die einzelnen Special Streams auszureizen, ganz klar. Und ja, das ist eben dann, wie gesagt, der Client und der empfängt dann auch die Pakete, die eben von dem anderen System gesendet werden. Das ist vom Prinzip her der Aufbau für das Thema Durchsatz. Ja, und damit gehen wir jetzt mal direkt auf die Benchmarks ein, beginnend eben hier mit den Werten für den Repeaterbetrieb. Das Ganze ist hier wie folgt gestaffelt. Wir gehen erstmal ins 2,4 GHz Frequenzband. Man sieht es schon, der Fritzrepeater 600 erzielt hier rund 58 Megabit
Netto-Durchsatz. Der Fritz Repeater 1750E, der hier als Referenz für die alten Top-Modelle dient, erzielt 109 Megabit, kann dabei natürlich drei Spatial Streams umsetzen. Der Fritz Repeater 1200 schafft es auf 103 Megabit. Das ist ein super Wert, gerade wenn man bedenkt, dass dieser eben nur in Anführungszeichen zwei Spatial Streams nutzen kann. Also auf der Seite muss man ganz klar sagen, der macht den 1750E de facto platt, weil wir eben häufig auch nur Clients haben, die eben nur zwei Special Streams nutzen können. Da ist der 1200 dann wirklich nochmal ein ganz schönes Stück stärker. Dann haben wir den Fritz Repeater 2400. Der kommt trotz vier Special Streams nur in Anführungszeichen auf 132 Megabit, kann sich also gar nicht so weit absetzen. Dann haben wir noch den Fritz Repeater 3000. Der hat natürlich auch nur zwei Special Streams und kommt auf 107 Megabit, kommt also sehr, sehr nah an den 1750E ran. Und ich würde jetzt mal sagen, diese kleinen Unterschiede, das ist Messtoleranz. Ja? Also das heißt, ich würde mal sagen, die sind von der Performance her alle ungefähr dann gleich schnell, die Modelle 1750E, 1200 und 3000. Und dann sind natürlich die neuen Modelle de facto deutlich leistungsfähiger, weil sie eben nur zwei Special Streams haben und die gleiche Performance de facto erzielen. Ja, dann haben wir das 5 GHz Frequenzband. Hier fällt natürlich der Fritz Repeater 600 raus. Der hat kein 5 GHz Frequenzbandmodul und hier erzielen wir folgende Werte. Der Fritz Repeater 1750E kommt auf 340 Megabit Netto-Durchsatz. Der Fritz Repeater 1200 auf 295 Megabit. Der Fritz Repeater 2400 setzt sich hier definitiv ab mit 437 Megabit. Und nun kommen wir zum Fritz Repeater 3000. Der setzt sich nochmal deutlich ab mit 596 Megabit und ist damit deutlich leistungsfähiger als die anderen Modelle. Ja, wir reden ja wirklich von dem doppelten Durchsatz wie beispielsweise beim Fritz Repeater 1200. Und da muss man wirklich sagen, das ist schon auf jeden Fall ein Wort, was auf jeden Fall in bestimmten Szenarien damit deutlich empfehlenswerter ist als die anderen Modelle. Also wir kommen hier wirklich auf sehr, sehr hohe Werte. Ja, und das sind die Benchmarks gewesen soweit zum Repeater-Betrieb. Man hat definitiv ganz klar gesehen, dass eben die neuen Modelle leistungsfähiger sind als die vorherigen Modelle. Wir haben auf jeden Fall gesehen, dass das Triebband System aufgeht, dass wir gerade im 5 GHz Frequenzband mit dem Fritz Repeater 3000 eben einen deutlich höheren Durchsatz hier erzielen können. Das ist natürlich für bestimmte Szenarien auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und jetzt schauen wir uns als nächstes die Benchmarks im LAN-Brückenmodus an, also sprich im Access Point Betrieb. Hierbei gilt natürlich, dass das nur die Modelle 1200, 1750E, 2400 und 3000 betrifft. Ja, das Modell 600 kann nicht als Access Point betrieben werden. Und hierbei sehen die Werte wie folgt aus. Ein kleiner Hinweis noch, man sieht jetzt oben eine Fritzbox 7590. Warum? Ganz einfach, ich habe dieses System noch hinzugenommen als Referenz für den Access Point Betrieb, weil die Fritzbox 7590 natürlich als Access Point de facto agiert. Hierbei erzielen wir folgende Werte. Die Fritzbox 7590 kann mit vier Special Streams hier im 2,4 GHz Frequenzband 182 Megabit umsetzen. Dann haben wir den Fritz Repeater 1750E, der schafft 106 Megabit. Dann haben wir den Fritz Repeater 1200, der schafft 102 Megabit. Der Fritz Repeater 2400 kommt hier auf 154 Megabit Durchsatz und der Fritz Repeater 3000 auf 110 Megabit. Ja, was sehen wir hier oder was kann man aus diesen Werten ableiten? Man kann relativ gut ableiten, dass die Modelle im Repeater-Betrieb genauso schnell sind oder ähnlich schnell. Woran liegt das? Ganz einfach, der Uplink wird hier im 5 GHz Frequenzband de facto hergestellt zum Access Point, also der Fritzbox zum Beispiel. Und das 2,4 GHz Frequenzmodul limitiert auf jeden Fall. Ja. Das heißt, im Repeater-Betrieb oder im Access Point-Modus sind im 2,4 GHz Frequenzband keine großen Unterschiede dann zu vermerken, wenn wir entsprechend 5 GHz Frequenzband als Uplink verwenden und damit natürlich einen Crossband-Betrieb de facto haben. Ja, dann schauen wir uns die Werte im 5 GHz Frequenzband an. Hier setzt sich die Fritzbox 7590 mit 936 Megabit auf jeden Fall ab. Dann haben wir das Modell 1750E, kommt auf 575 Megabit. Dann haben wir das Modell 1200, kommt auf 620 Megabit. Und an der Stelle muss ich es jetzt einfach nochmal sagen, wir haben ein Modell, also das 1200er Modell, das hat nur zwei Special Streams. Das Modell 1750E hat drei Special Streams. Und trotzdem hat das Modell 1200 hier einen höheren Durchsatz. Das heißt, technologisch ist das neuere System einfach leistungsfähiger.
Dann haben wir das Modell 2400, mit 4 Spatial Streams kommt das auf 765 Megabit Netto-Durchsatz und dann kommt das Modell 3000. Ich habe das hier nochmal gebenchmarkt mit beiden Funkmodulen, also da gibt es Unterschiede definitiv. Einmal das erste Funkmodul, das hat 632 Megabit Netto-Durchsatz und das Funkmodul 2, das kommt mit seinen 4 Spatial Streams natürlich auf höhere Werte und zwar 913 Megabit. Und was mich persönlich jetzt hier erstaunt hat, ist, dass das Fritz-Repeater-System 2400 trotz 4 Spatial Streams im 5 GHz Frequenzband nicht die hohen Werte der Fritzbox 7590 oder des zweiten Moduls, also zweiten 5 GHz Frequenzband Moduls des Fritz-Repeaters 3000 erreicht hat. Ich habe das Ganze auf verschiedene Art und Weise dann nochmal nachgestellt, geschaut, gibt es da irgendwas, was ich übersehen habe, aber auf Biegen und Brechen, das war ungefähr die Limitierung. Und ich vermute mal, dass das daran liegt, dass wir hier eben im Vergleich zum 3000er auch ein deutlich kleineres Gehäuse haben, die Antennen wahrscheinlich logischerweise näher beieinander sind und wir dadurch eben die hohe Anzahl an Spatial Streams nicht so gut ausnutzen können. Also das ist jetzt meine persönliche Theorie und der aktuelle Stand. Die Werte sind natürlich immer noch sehr gut. Ja, wir haben mit 765 Megabit natürlich immer noch deutlich höhere Werte als eben die kleineren AVM-Systeme. Ja, also so ist es nicht, aber schöner wäre es natürlich, wenn es noch leistungsfähiger ist. Aber ich kann persönlich natürlich auch damit leben, ne? Aber man sollte es auf jeden Fall berücksichtigen. Gerade wenn man eben sagt, hey, ich möchte hier so ein AVM-System als Access Point nutzen, dann ist hier zum Beispiel eine Fritzbox 7590 leistungsfähiger, aber natürlich auch in einem anderen Preisrahmen unterwegs, ne? Ganz klar. Ja, damit sind wir das Thema Durchsatz hier soweit durchgegangen. Ich denke mal, das lässt soweit keine Fragen offen. Das oder die Ergebnisse sind ziemlich eindeutig. Da kann man sich selber jetzt sein eigenes Bild von machen, welches System für den eigenen Bedarf hier am besten ist. An dieser Stelle noch ein Hinweis zur Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Ja, wenn ihr euch jetzt diese Produkte zulegt und das Ganze dann 1:1 nachtestet, dann kann es trotzdem sein, dass ihr leicht andere Ergebnisse haben könnt. Die können leicht besser sein, die können leicht schlechter sein. Warum? Ganz einfach, WLAN ist ja ein Shared Medium und das heißt, je nachdem wie eure Umgebung ist, ja, wie viele konkurrierende Netze habt ihr, wie aktiv sind diese konkurrierenden Netze und so weiter, je nachdem können sich die Werte natürlich verändern, ja, das heißt verschlechtern, auch natürlich verbessern. Das sollte man auf jeden Fall immer im Blick haben. Hier, der Test ist natürlich unter realen Bedingungen erstellt worden. Das heißt also, es ist wirklich anzunehmen, dass ihr in einer total WLAN-freien Umgebung sozusagen bessere Werte erzielen werdet, aber eben auch in einer Situation, die noch schlechter sein sollte als bei mir, eben etwas niedriger sein könnten. Ja, also das nur nochmal an der Stelle als Hinweis. Ja, WLAN ist ein Shared Medium, das hat natürlich seine eigenen Probleme, sage ich jetzt mal, gerade eben, wenn die Konkurrenzsituation sehr hoch ist. Damit kommen wir jetzt aber zum nächsten Thema und zwar dem Thema Reichweite. Das habe ich gemessen mit dem Osteum WiPRI 5X System. Das System habe ich auch nochmal in einem dedizierten Video vorgestellt. Wer sich dafür interessiert, kann sich das Ganze anschauen, habe ich in der Beschreibung auch nochmal verlinkt. Also das System wurde für diese Reichweitenmessungen eingesetzt. Wir schauen uns nun die Ergebnisse an. Das ist vom Prinzip her ganz einfach. Und zwar wird hier die Sendeleistung gemessen. Und zwar in der Einheit minus dBm. Das heißt also, so weniger stark im Minus die Werte sind, desto besser. Auf gut Deutsch, ein Wert von minus 30 dBm ist besser als ein Wert von minus 40 dBm, um das mal kurz zu vergleichen. Wir haben hier jetzt folgende Werte im 2,4 GHz Frequenzband. Beim Fritz-Repeater 600 haben wir minus 67 dBm. Der Fritz-Repeater 1750E kommt auf minus 61 dBm. Fritz-Repeater 1200 und 2400 erreichen die gleichen Werte mit minus 56 dBm. Der Fritz-Repeater 3000 kommt auf minus 60 dBm. Ja, was kann man aus diesen Werten jetzt ablesen? Das ist ja auch immer so die entscheidende Frage. Wir haben also jetzt hier in der Regelsituation vom besten System zum schlechtesten in Anführungszeichen einen Unterschied von 5 dBm. 5 dBm ist fast eine Hauswand, wie man sie innen in Gebäuden findet, also eine dünne Wohnwand sozusagen. Die schluckt in der Regel
so um die 6 dBm. Das heißt also theoretisch, das ist ein rein theoretisches Szenario, jetzt könnten die neuen Systeme teilweise noch eine Wand weiterkommen. Theoretisch. Ja, das kommt natürlich auf die Wände an, auf die Beschaffenheit, die Gesamtsituation und so weiter. Kann man jetzt nicht allgemein sagen, aber so ganz vereinfacht könnte man das daraus ableiten. Man sieht auf jeden Fall, dass die neuen Systeme etwas besser sind als die bisherigen Top-Modelle, wie zum Beispiel der 1750E. Der Fritz Repeater 6000 scheint aber auch etwas weniger Leistung und 2,4 GHz Frequenzband, was die Sendeleistung angeht, zu haben im Vergleich jetzt zum Beispiel hier zu einem Fritz Repeater 2400. Also da gibt es auch geringe Unterschiede, die eben entsprechend geringe Auswirkungen in der Reichweite durchaus haben können. Und damit sind wir auch im 5 GHz Frequenzband unterwegs. Hier folgende Werte. Der Fritz Repeater 1750E schafft minus 50 dBm, das Modell 1200 kommt auf 49 dBm, der Fritz Repeater 2400 kommt auf 42 dBm, der Fritz Repeater 3000 schafft es auf 56 dBm. Alle Werte natürlich im Minus. Ja, was bedeutet das jetzt hier? Man sieht jetzt hier ganz klar, dass es Unterschiede gibt, die teilweise sogar gravierend sind. Zuerst einmal, das Modell 1200 und 1750E liegen ungefähr beieinander. Ein dBm Unterschied kann man in Messtoleranz, sage ich jetzt mal, für nichtig erklären. Die Modelle 2400 und 3000 haben aber ganz andere Werte. Und das möchte ich ganz kurz erklären. Der 2400er schafft auf jeden Fall die besten Werte. Vermutlich, ist nur eine Mutmaßung, ich habe die Geräte nicht geöffnet, hat diese einfach größere Antennen zum Beispiel als das Modell 1200 und er kauft oder er spielt sich hier dadurch eben diesen Vorteil. Das Modell 3000 ist ja hier auf den ersten Blick erstmal deutlich schlechter in Anführungszeichen. Ich sage das ganz vorsichtig. Woran liegt das? Bei der Testthematik habe ich hier natürlich ganz klar gesagt, ich möchte, dass jedes System unter seinen persönlichen optimalen Bedingungen für das Thema Reichweite auftritt. Das heißt, die Modelle, die hier im 2,4 GHz Frequenzband arbeiten, können natürlich alle nur im gleichen Frequenzbereich de facto arbeiten und es gibt keine gravierenden Unterschiede. Im 5 GHz Frequenzband ist die Welt ein bisschen anders. Da haben wir de facto zwei Bereiche, was die Sendeleistung angeht. Wir haben einmal einen niedrigen Frequenzbereich. Dort gibt es eine Limitierung, die in Deutschland festgeschrieben ist. Und wir haben einen hohen Frequenzbereich. Dort haben wir deutlich mehr Sendeleistung, die wir nutzen können und auch dürfen. Und das machen die AVM-Systeme auch hier. Und hier hat der AVM Fritz Repeater 3000 jetzt folgenden kleinen Nachteil. Er hat ja zwei Funkmodule. Das eine arbeitet im hohen Frequenzbereich. Das ist das Modul 2, das hier sich eben an die Fritzbox anbindet. Und das zweite Funkmodul, beziehungsweise das ist das Funkmodul 1, das eben für die Clients WLAN bereitstellt. Das wiederum hat hier eben nur den Frequenzbereich der Kanäle 36 bis 64 und damit kann es eben nur die niedrigere Sendeleistung verwenden und dementsprechend sind die Werte hier schlechter. Das ist total logisch erklärbar, ist auf jeden Fall die Realität so. Sollte man deswegen auf jeden Fall auch nochmal berücksichtigen und natürlich bei einer Kaufentscheidung mit einfließen lassen. Und damit kommen wir zum letzten Thema und zwar der Leistungsaufnahme. Ich habe das Ganze in zwei Szenarien jeweils getestet. Ja, und hierbei haben wir zwei verschiedene Messergebnisse und zwar einmal Idle und einmal Load. Was ist hierbei ganz kurz der Unterschied? Der Idle-Betrieb gibt an, wie viel Leistungsaufnahme habe ich, wenn der Fritz-Repeater aktiv ist. Der ist angemeldet an der Fritzbox und Clients sind an ihm angemeldet. Aber die Clients sind relativ inaktiv, also machen jetzt keine größeren Downloads, es wird kein Videostream angeguckt und so weiter. Also eine relativ leistungsarme Situation sozusagen. Und hier haben wir eben natürlich niedrigere Werte als im Load-Betrieb. Was bedeutet Load hier? Load bedeutet hier, das System ist auch an der Fritzbox logischerweise angemeldet und wir haben im 2,4 GHz Frequenzband sehr, sehr hohe Last. Das ist das Testszenario. Und hier kommen wir auf folgende Werte im Idle-Betrieb erstmal. Der Fritz Repeater 600 genehmigt sich im Idle-Betrieb 1,6 Watt. Das Modell 1750E 3,9 Watt, das Modell 1200 3,1 Watt, das Modell 2400 3,6 Watt und das Modell 3000 5,7 Watt. Ja, was kann man daraus jetzt ablesen? Vom Prinzip her ganz einfach. Als erstes, die neue Generation der Repeater ist
im Idle-Betrieb deutlich weniger leistungshungrig als die alte Generation. Punkt 1. Punkt 2 ist, so mehr Ausstattung ein System hat, desto mehr Energie benötigt es auch im Idle-Betrieb. Sieht man ganz gut beim Unterschied. Das Modell 600 braucht nur 1,6 Watt und das Modell 3000 benötigt eben deutlich mehr aufgrund von drei Funkmodulen, aufgrund von mehr Ethernet-Ports und so weiter. Und das heißt also, das Thema Leistungsaufnahme ist auch abhängig eben davon, wie gut ist mein System ausgerüstet. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal im Load-Betrieb an. Dabei sieht das Ganze wie folgt aus. Der Fritz Repeater 600 benötigt jetzt 3,3 Watt. Das Modell 1750E genehmigt sich 5,2 Watt. Das Modell 1200 benötigt 4,9 Watt. Das Modell 2400 kommt auf 6,3 Watt und das Modell 3000 auf 7,3 Watt. Jetzt habe ich hier natürlich die Last im 2,4 GHz Frequenzband erzeugt, einfach aufgrund der Vergleichbarkeit aller Modelle. Wenn ihr das 5 GHz Frequenzband voll auslastet, also entsprechend eben deutlich höheren Durchsatz auch generiert, dann erhöht sich der Energiebedarf nochmal um ca. 1 bis 2 Watt je nach Modell. Also das nochmal hier als kleine extra Information. Aber das ist jetzt ungefähr das, was wir hier sehen. Ja, also wir sehen ganz klar einen erheblichen Unterschied natürlich zwischen Load und eben Idle. Und wir sehen auch, dass sich eben die neuen Modelle hier bei vergleichbarer Leistung leicht besser verhalten, also zum Beispiel das Modell 1200 gegen das Modell 1750E, aber eben bei höherer Ausstattung auch die neuen Modelle definitiv mehr Energie benötigen als eben die Vorgängersysteme. Natürlich mit einer höheren Leistung, die wir am Schluss erhalten, ganz klar. Also von der Energieeffizienz würde ich auch hier sagen oder aus den Ergebnissen schließen, dass eben die neuen Systeme vergleichbar energieeffizient unter Last sind. Und im Idle-Betrieb eben aber energieeffizienter. Das ist so jetzt die Erkenntnis, die sich daraus ergibt. Und damit haben wir auch hier das Thema Leistungsaufnahme soweit abgeschlossen und nähern uns damit zum Fazit. Und damit herzlich willkommen im Fazit. Wir schauen uns jetzt entsprechend nochmal ganz kurz zusammengefasst an, welches Modell sich für welches Szenario am besten eignet. Für all diejenigen, die sich mit der Materie auskennen und die entsprechend die ganzen Messergebnisse soweit gut verstanden haben, die, denke ich mal, benötigen dieses Fazit nicht und können jetzt einfach sagen, okay, danke für die Infos und ciao. Für all die anderen möchte ich nochmal ganz kurz darauf eingehen, im Fazit eben, was sich eben in welcher Situation empfiehlt. Fangen wir erstmal an im Repeater-Betrieb. Wir haben hier ganz unten erstmal den Fritz Repeater 600. Hier müssen wir natürlich auch jetzt noch den Preis mit einbeziehen. Wir haben also hier die niedrigste Performance und einen Preis aktuell bei Amazon von ca. 39 Euro. Für nur ca. 15 Euro mehr bekommen wir, oder ich glaube es sind 17 Euro, ist ja auch egal, bekommen wir den Fritz Repeater 1200. Der bietet deutlich mehr Optionen, der kann eben auch als Access Point, als WLAN-Brücke und so weiter eingesetzt werden und hat eben beide Frequenzbereiche. Hat eben eine deutlich höhere Performance und deswegen würde ich persönlich auch empfehlen, ja, wenn das Budget jetzt nicht maximal knapp ist, dann greift man immer zum 1200er anstelle vom 600er. Das ist Punkt Nummer 1. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit im Repeater-Betrieb zu sagen, hey, ich möchte ein bisschen mehr Durchsatz, dann nehme ich doch den 2400er. Der 2400er kostet rund 30 Euro mehr. Und bietet dafür etwas mehr Performance. Aber in meinen Augen auch ist der Performance-Sprung nicht so riesig, dass sich das für jeden lohnt. Deshalb würde ich auch hier sagen, dass der 1200er das Preis-Leistungs-Gerät im Repeater-Betrieb hier noch bleibt. Also der 2400er ist etwas besser. Man muss selber entscheiden, ob man die 30 Euro investieren möchte. Mit dem 1200er ist man in der Regel immer noch sehr gut aufgestellt. Als nächst höheres System haben wir dann den Fritz Repeater 3000. Der Fritz Repeater 3000 ist von der Performance her nochmal deutlich leistungsfähiger und durch den Tribandbetrieb hat er auch weitere Vorteile, die im Video zum Fritz Repeater 3000 auch nochmal ausführlich erläutert werden. Das verlinke ich an der Stelle auch nochmal in der Beschreibung. Ich möchte ganz klar sagen, wer das Thema Preis-Leistung abgedeckt haben möchte, greift nach wie vor zum 1200er, einfach weil der natürlich nur die Hälfte kostet. Der Fritz Repeater 3000 ist in bestimmten Szenarien aber die bessere Wahl. Zum Beispiel, wenn ihr Videospiele spielt, wenn ihr einen hohen Durchsatz im WLAN erzielen müsst und eben auf einen Repeater zurückgreifen müsst.
dann ist der 3000er hier die bessere Wahl. Also da entscheidet sich das in meinen Augen. Wenn wir das Ganze nochmal mit dem 2400er vergleichen, muss man sagen, dass wir eben einen Aufpreis von rund 30 Euro zum Fritz Repeater 3000 zahlen. Und ich würde persönlich ganz klar sagen, wer die maximale Performance sucht, sollte diesen Aufpreis auch bezahlen, weil es sich in meinen Augen auf jeden Fall lohnt, weil man einfach wirklich mehr Leistung bekommt. Für einen im Verhältnis dann geringen Aufpreis. Als nächstes schauen wir uns das Ganze dann nochmal im Access Point Betrieb an. Und da möchte ich kurz sagen, der Fritz Repeater 600 kann keinen Access Point Betrieb. Er hat nämlich keinen Ethernet Port. Und deswegen auch hier immer noch die Empfehlung, greift zum 1200er, der kann das alles. Also das heißt, wenn man sich mal umentscheidet, kann man mit dem hier immer noch weiterarbeiten. So, also hier auch ganz klar, der 1200er setzt sich preis-leistungsmäßig wirklich an die Spitze. Das heißt, es ist einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis das sinnvollste System. Der 2400er und der 3000er können hier natürlich im 5 GHz Frequenzband vor allem durch die 4 Special Streams aufwarten und sich eben weiter an die Front setzen. Ich würde persönlich trotzdem hier Folgendes festhalten. Der 2400er ist in meinen Augen hier sinnvoller, weil er eben im 5 GHz Frequenzband den kompletten Frequenzbereich mit seinem einzelnen 5 GHz Frequenzband Modul abdecken kann. Beim zweiten Repeater hier, dem Fritz Repeater 3000, könnt ihr zum Beispiel auf Kanal 36 eben nur das Funkmodul 1 verwenden mit eben seinen zwei Special Streams, das eben niedriger ist. Vorteil wäre natürlich hier beim 3000er, ich kann das nochmal trennen, das WLAN kann sagen, hey, ich mache jetzt ein 5 GHz Frequenzband Modul zum Beispiel für meine IoT-Geräte und das zweite Modul zum Beispiel für meine durchsatzhungrigen PC-Clients oder sowas. Ja, ich kann das ja dann entsprechend frei auswählen. Ne? Trotzdem muss ich sagen, ist das natürlich nicht immer dann so praktisch. Also da finde ich persönlich, lohnt sich der 2400er mehr, außer ich benötige jetzt wirklich jedes Quäntchen Durchsatz, dann sollte man doch nach wie vor zum 3000er greifen. Ja, und damit sind wir hier mit dem Fazit entsprechend durch. Ich glaube, dass das Video hier relativ gut zeigt, wo die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme liegen. Wenn du Fragen hast zu dem oder zu den einzelnen Produkten, dann schreib einfach in den Kommentaren. Auf meinem Kanal findest du noch viele weitere interessante Videos, auch zu AVM-Produkten, aber vor allem eben zu IT-Business-Produkten. An dieser Stelle endet damit auch das Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.